Ja, hallihallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, wie ihr vielleicht noch wisst, in der letzten Folge waren wir ja bei Konrad Kaiser und den sollen wir dafür gewinnen, dass er uns hilft, den Tribok zu bauen, um Talmberg einzunehmen. Ja, und jetzt sollen wir dafür sorgen, dass der aus den Diensten des Abtes entlassen wird. Und das müssen wir dann mal gucken, wo das sein soll, weil wir können entweder... Ah, der wohnt hier. Okay. Dann... Ich kann ja mal kurz reingucken, wie das da drin aussieht. Ah, hi Boys. Also du arbeitest hier. Baumeister Karel. Okay. Ich guck mich jetzt gerade erstmal um, liebe Leute. Schloss knacken schwer. Okay. Aber ich könnte Feuer entfachen. Ich könnte hier was kochen. Das will ich eigentlich nicht. Okay, die ist hier unten. Nee, also wenn, dann pennen die Boys da oben. Ja, ich bin im privaten Bereich. Okay. Und mit den beklauen will ich jetzt eigentlich hier auch nicht. Am helllichten Tag, das machen wir wieder ganz entspannt, ne? Gucken wir mal, was wir dann für Klamöttchen dabei haben. Nichts. Okay, dann müssen wir das ganze Zeug wieder ausziehen und dann warten wir mal. Ist die Tür nachts offen? Dann könnte ich ja hier draußen warten. Mich meiner Kleider entledigen. So, hier am Bord. Ich könnte mich hier sogar setzen. Ah, Entspannung. Ja, hier kann ich warten. So, dann machen wir das doch. Einfach mal alles ablegen. Halt, das lasse ich vielleicht dran. Geräusche 100. Ja, das macht gar nichts. Okay, jetzt gehen langsam die Geräusche runter. 41. Die auch? Nö, das ist egal. Ah, jetzt mache ich keine Geräusche mehr. Gut, Auffälligkeit ist immer noch 51. Ja gut, das werde ich wahrscheinlich nicht wegkriegen. Es sei denn, warte mal, ich habe doch hier... Ich hätte doch hier das Zeug. Das Hemd von Herrin Stefanie. Wenn nachts durch die Gegend schleichen gewandt. Naja, warten wir mal. Kann ich warten? Ja, ich kann warten bis 24 Uhr. Dann tun wir das doch mal. Und dann schauen wir weiter. Aufpassen, dass da kein Wächterling durch die Gegend geistert. Ah, hier geistert kein Wächter. Gut. Warum ist der noch nicht im Bett? Jetzt geh ins Bett, mein Freund.
Kauerndes Chamäleon, gut. Jetzt gucke ich mal, dass ich die Boys da oben... Hier ist keiner. Hier schläft einer. F. Ja, alle Groschen mit nehme ich. Nehme ich. Totschlüssel, Türschlüssel. Ja. Deine Klamotten kannst du behalten. Ja. Ja, da kann ich. Kann ich doch einige. Ist hier unten auch noch einer? Nee, aber hier war noch eine Truppe, gell? Alles mit, alles mit. Lalala. So ist das schön. So, und jetzt warten wir wieder ein paar Stunden. So. Wird schon keiner kommen. Wird schon niemand was passieren. Tralala, tralala. So, und dann können wir uns jetzt in aller Ruhe überlegen, was wir jetzt machen. So, was haben wir denn jetzt an Quests hier? Sorge dafür, dass Konrad den Bauplatz verlässt. Okay. Okay. Präsentiere Konrad das Dann gehen wir jetzt mal zu Konrad. Nachdem wir uns wieder angezogen haben hier. So, Waffen. Die Breitaxt. Das ist so eine lange, gell? Die will ich nicht. So. So, und verbesserter Jagdpfeil. Gut, Rüstung. Habe ich die an? Weiß ich nicht. Reitersporn. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, was ich dem alles geklaut habe. Kettenbeinlinge. Plattenbeinlinge. Panzerhandschuhe. Mailänder-Schultern, tatsächlich. Verzierter Kriegswams. Ja. So wird da doch ein Schuh draus. Jetzt sehen wir richtig. Schnieke aus. Nur eine Hose haben wir keine. Warum haben wir keine Hose? Rote Beinlinge. Ah, jetzt haben wir eine Hose. Gut. Gut, 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 gut. Ja, den Rest haben wir geklaut. Da kann man aber... Nee, der ist schlechter. Gut. Eine Sonntagskleidung, Unterhemd. Naja. Dann gehen wir jetzt mal zum Konrad Kaiser. Und wir sind noch nicht überladen. Das ist doch mal ganz schön. Kommt selten genug vor. Heinrich kommt uns besuchen. Ja, hi Urban, freut mich. Schon lange nicht mehr gesehen hier. Herr Kaiser, ja, Konrad. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ich hab Zeug. Ich habe das Auftragsschreiben. Nicht so laut, um Himmels Willen. Zeig her. In all seiner Pracht. Suche den Schreiber in Sasau auf und sage ihm, der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Dann tut er, wie ihm geheißen. Ist das eine Losung? Gewiss. Er besteht darauf.
Vergiss nicht, es laut und deutlich zu wiederholen. Dann musst du das neue Schriftstück nur Karel bringen und sagen, ein Bote hätte es gebracht. Na gut. Aber am wichtigsten, spute dich und bring das Original unverzüglich zurück. Karel ist kein Narr. Wenn er es nicht findet, wird er eins und eins zusammenzählen, wenn du ihm das neue Dokument bringst. Und das Spiel ist aus. Okay. Also das heißt, ich muss das Originalding wieder zurückbringen. Okay. Ich muss nach Saar. Ach, der ist ja gleich hier unten. Ja, hier. Ab. Marsch, marsch. Ja, das mit dem Ausnocken beim Schlafen, das ist echt entspannend, sagen wir so. Ist das der Schreiber? Ja. Bürgerin, geh mir aus dem Weg. Dankeschön. Ich habe noch einiges zu tun. Bist du der Schreiber? Nee, du bist der Freund. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Ja. Ich soll dir etwas sagen. Hm? Ich glaube, das war's. Der Fuchs ist nicht halb so schlau, wie er denkt. Was? Fuchs. Der Fuchs. Dummkopf. Was in Herrgotts Namen faselst du denn da? Konrad Kieser schickt mich. Warum sagst du das nicht gleich? Ja, du bist doch... Scheißkerl. Er wollte einen Narren aus mir machen. Nun, wie dem auch sei. Was willst du? Ich habe hier ein Schreiben und du müsstest ein neues aufsetzen mit der gleichen Unterschrift und dem gleichen Siegel. Und das sagen wir während der Konrad Fucht, sitzt also immer noch der Schalk im Nacken. Grüße ihn von mir, dann lass mal sehen. Na gut, gib mir eine Stunde. Ich hoffe, ich bekomme deinetwegen keinen Ärger. Gott behüt dich. Hallo Vogt, hast du was? Gott sei mit dir. Geht hier etwas Interessantes vor sich? Es ist so friedlich, dass es mir schon Sorgen macht. Stört es dich wirklich nicht, dass deine Männer beim Steinbruch kämpfen? Wieso sollte mich das stören? Du nennst das Kämpfen, ich nenne es Üben. Wenn sie sich die Schädel einschlagen oder gegenseitig abstechen, greife ich ein. Aber bis dahin... Und ihre Wetten sind dir auch kein Dorn im Auge? Ich halte es für weniger sündhaft als Würfelspiele. Ich habe nichts dagegen, wenn einer der Jungs sich was dazu verdient, wenn er gut ist. Vielleicht heuere ich sie sogar an, wenn es in der Stadt mehr Ärger gibt. Also hast du nicht vor, etwas dagegen zu tun? Was kümmert dich das? Wenn sie sich überall in der Stadt prügeln und Leute angreifen, besteht ein Grund, sie festzunehmen. Aber bis dahin sollen sie doch kämpfen. Okay. Mach's gut. Ciao. Willst hier eine Stunde warten? Gibt's hier irgendwas in Sasau grad, wo ich sagen müsste, nicht. Die haben jetzt auch keine Sonderquests. Ich kann die Quests hier nicht annehmen. Ich verstehe nicht, warum. Aber bis auf Rovna mögen sie wir in Vranik. Also die ehemaligen Lager da. Obwohl, Brübislawitz, da mögen sie mich. Ich bin verwirrt. Okay. Dann warten wir jetzt kurz eine Stunde. So, hier bis 11. Hab. Warten wir 2 Stunden. Auch nicht schlecht. So, Dele. Wir haben noch keine Zeit. Ich will so lange mal in Tallenberg hier. So, komm mal her, du. Ist es fertig? Ja, und richte dem alten Tu nicht gut meine Grüße aus. Gott behüte dich. So, haben wir jetzt gerade... Ich wollte mal gucken, haben wir noch Nebenquests? Wir haben tatsächlich keine Nebenquests mehr. Wir haben... Das könnte ich noch machen. Töte den Anführer des Lagers.
Nein, nein. Da habe ich 2 von 5. Habe ich schon gemacht. Ja gut, ich bin im mehr Kämpfe. Nee. Ja, das sind alle so. Also das könnte ich tatsächlich noch machen. Und diese Einbrüche. Wohl will ich das machen? Aktivitäten abgeschlossen, 15 von 60. Nebenquests habe ich tatsächlich keine mehr. Ah ne, ich habe 15 Quests aktiv und habe 60 abgeschlossen. Ja, ich meine, hey. Von dem her, ich weiß nicht. Vielleicht ganz zum Schluss. Jetzt, warte. Ich muss das jetzt wieder zurücklegen. So war's, genau. Das Original muss ich wieder zurücklegen. Jetzt hoffe ich mal, dass da keiner rumgeistert. Weil sonst muss ich wieder eine Nacht warten. Mir geht's gut. Ging mir nie besser. Ist denn? Nee. Ah, gut. So. Kann ich eigentlich? Himmlischer Spielwürfel, was macht der denn? Okay, nichts. Dreifaltigkeitswürfel? In der Hoffnung, eine 3 zu würfeln. Ah. Okay. Ah, kann das. Okay. Dann habe ich hier noch irgendwas. Ah, die kann ich lesen. Ah, okay. Sonderbarer Würfel. Ja, sonst habe ich auch nichts mehr. Okay. So, wo bist denn du, Freund? Da. Yep. So, komm mal her. Grüß Gott. Was kann ich für dich tun? Hier. Ein Bote gab ein Schreiben für dich ab. An die Hand des... Ich gestatte... zu unterstützen... Erlaubnis, Sasa zu verlassen. Hm. Die
überaus praktisch für dich. Göttliche Fügung. Das werden wir sehen. Ich habe selbst ein Auftragsschreiben des Abtes. Und wenn deines gefälscht ist, steckst du in der Scheiße. Komm mit. Naja, ich komm schon mit. Ja, dann beweg dich. Ich kann ihn hinschmeißen. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, sag ich auch die ganze Zeit. Schön, dass ich da bin. Ist das nicht ein Wahnsinn? Lalala. Hast du Bücher? Ah, hier könnte ich was stehlen. So, jetzt hoffe ich mal, dass das Richtige war, weil sonst wird das nix. Es geht mir gegen den Strich. Aber das Siegel und die Unterschrift sind echt. Tja. Konrad kann also gehen? Kann er. Das Dokument ist echt. Und wenn der Abt es befiehlt... Wunderbar. Ich sage es ihm. Ja, ich will ihn nicht bezahlen. Nee, mein Freund. Nee. Ja, das machen wir doch. Aber, liebe Leute, erst... Ja, versuche Konrad freizukaufen. Das hat doch so funktioniert. Brauche ich das nicht. Konrad rausholen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Kingdom Come Deliverance. In diesem Sinne, ich bin der Doktor und sage Tschüss. Bis dann.